Servus Leute und willkommen zurück zu Europa Universalis 4 mit Mailand. Wir sind immer noch im Krieg mit den Osmanen, in dem wir allzu viel machen. Bestimmt. Gut, das glaube ich hat sich erledigt mit Byzanz gerade. Wir werden wir also wahrscheinlich verlieren. Aber ich bin ja eher weniger beteiligt in diesem Krieg. Insofern ist das gar nicht mal so tragisch. Was habe ich denn gerade eigentlich für eine Mission? Cuneo. Häuft Geld an, können wir mal machen. Aber da müsste ich sparen. Ich könnte gerade theoretisch Krieg gegen die führen. Ob das jetzt nicht too much wäre, ist die andere Frage. Vor allem, weil da schon wieder alle dabei wären und bei mir gar keiner. Insofern lasse ich das mal lieber. Und nehme lieber die Geldanhäuf-Mission. Dann sparen wir kurz und bauen erstmal die Gebäude später weiter. Okay, Kasan hat den Bauernkrieg beendet. Osmanen fressen sich da oben rein. Ist das ein Eroberungskrieg von den Osmanen? Die haben den Dschihad ausgerufen, immer gut. Ah ja, die haben hier oben den Krieg angefangen, die Osmanen. Die bösen, bösen Osmanen. Wollen sie sich hier oben verbreitern? Aber dieses Bündnis mit... Mit den Byzantinern war eh mehr ein Zweckbündnis. Also ich habe eigentlich nicht vor, das lange zu halten. Es ist eigentlich nur ein Bündnis, bis die Venezianer halt wirklich besiegt sind. Damit ich einfach noch einen Verbündeten auf der Seite habe. Ja, ich glaube, den Krieg können wir vergessen. Bin ich Kriegsführer? Nee, die Byzantiner sind Kriegsführer. Ich könnte mir auch keinen... Ja gut, bei minus 18% ist das klar. Oder 19%. Ich hoffe nur, dass die nicht auf die Idee kommen, den Osmanen irgendwelche Provinzen von mir zu geben. Oder der Krim. Das wäre aber irgendwie ziemlich seltsam. Es wäre ziemlich seltsam, wenn die KI das tun würde. Ich schätze mal eher, dass die Osmanen sich hier byzantinische Provinzen schnappen werden. Wäre zumindest logisch. Die könnten höchstens hier noch Kaffa der Krim geben. Ich denke mal, Byzanz wird nach diesem Krieg eh nicht mehr existieren. Was ist denn hier oben für ein Flickenteppich? Karakunlu, Persien, nochmal Karakunlu und Botan, okay. Und hier oben ist Gazikumuk. Astrachan, ja gut, das ist normal hier oben. Warum ist Russland eigentlich so ein Flickenteppich? Die haben nicht mal permanektiert. Ist auch kein Vasall mehr, okay. Gut, perfekt. Finnland ist immer noch eben am existieren. Die Dänen haben sich den Rest von Schweden geschnappt. England hat sich wieder was von Cornwall geschnappt. Irland wird von Thronanwärterrebellen zerfressen. Schottland hat sich oben wieder das von Norwegen geschnappt. Gut zu wissen. Bürokratie natürlich. Oh, hier oben ist auch einiges zerfallen. Oder hier unten besser gesagt. Okay, Mali wird gerade von Portugal und Kastilien zerlegt, oder? Ja. Interessantes Spiel, kann man sagen. Ihr habt mir eine zu ähnliche Farbe, ihr beiden hier. Ah, okay, der ist ausgelaufen. Schade. Es wäre natürlich böse, wenn wir die vasalisieren könnten, ne? Das wäre super. Dich können wir mal abziehen hier. Ich meine, wir brauchen ja eh noch 10 Jahre, bis sich die annektieren lassen. Insofern wird das ja eh noch ein bisschen dauern. Ich schaue halt immer ein bisschen da, ob ich irgendwie gerade Diplo vasalisieren kann. Von Aragon über Mailand. Das widerspricht ein bisschen unserem Bündnis mit Kastilien. Kastilien mag uns ja immer noch, genauso wie Portugal. Die immer noch kein Bündnis wollen. Aragon würde wollen, aber das Problem dabei ist, dass wir uns dann zwischen Kastilien und Aragon entscheiden müssten. Heißt, ich werde gerade keine Mission annehmen. So leid es mir da tut, aber ich muss schauen, dass ich auf einer Seite bleiben kann und nicht ständig zwischen zwei Seiten wählen muss. Das ist nicht Sinn der Sache. Definitiv ist das nicht Sinn der Sache. Du hast ziemlich viel Handelseinfluss, liebes Ferrara. Ach, geht jetzt wieder nicht mehr, dammit. Wegen einer Provinz, natürlich. Was können wir denn hier Angebot vorschlagen? Mailand zieht die Niederlage ein, dann könnten wir raus.
Wer hasst uns denn an Serbien, Circassien, Byzantinisches Reich? Sollen wir das machen? Ich glaube ja. Okay, jetzt zahlen wir 225 Dukaten, auch gut. Ja, haben wir zu lange gewartet, seht ihr? So schnell kann sich das ändern. Weil halt der Kriegsstand auch niedriger wird, ne? Jetzt reicht schon wieder nicht mehr. Es wird immer mehr. Also wenn wir jetzt nicht annehmen, dann müssen wir wahrscheinlich ziemlich viel zahlen. Ja komm, das senden wir jetzt. Dann mache ich das folgendermaßen. Ich weiß, ich verliere jetzt Geld, aber ich möchte gerade kein Darlehen aufnehmen. Was? Ihr Idioten! Ich habe euch doch gerade ein annehmbares Friedensangebot gesendet. Warum wollt ihr plötzlich nicht mehr? Ja gut, dann sparen wir uns ein bisschen Geld zusammen, ne? So, unsere 20 Schiff-Galeerenflotte ist natürlich auch einsatzbereit. Oh, können wir sogar 25 draus machen. Finde ich auch gut. Oder wir bauen uns noch eine Handelsflotte auf einer Sparken, die hier Ding schützt, Genua als Handelsplatz. Das könnten wir auch machen. Was zur Hölle? Ja gut, dann halt nicht. Ich hätte doch gleich den eingehen sollen mit Niederlage eingestehen, ne? Naja gut, dann müssen wir warten, was passiert. Dammit, blöde Osman. Haben wir wieder ein paar Punkte verschwendet. Ah ja, gut. Noch mehr Punkte verschwenden. Yay! Haben wir ja nicht sonst eh schon zu genügend verschwendet gerade. Oh, jetzt geht's plötzlich wieder. So, wir sehen die Niederlage ein und sind aus dem Krieg draußen. Gut, haben wir ein paar Punkte verschwendet, aber wenn es so auch geht... Warum auch immer das gerade nicht ging, ich verstehe es nicht. Gut, das Byzantinische Reich wird dadurch wahrscheinlich erstmal untergehen. Das ist aber eh, wie gesagt, nur ein Zweckbündnis gewesen. Ich hätte die Venezianer auch alleine angreifen können. Es war halt nur gerade günstig, dass halt gerade keiner im Krieg drin war. Insofern war das Bündnis mit den Byzantinern eh relativ egal. Bin ich eigentlich für... Nee, ich bin gegen alles, weil ich möchte nicht, dass das weitergeht hier mit der Reichsgründung. Nicht, dass die irgendwann wirklich noch das Renovati Imperi da gründen. Renovatio Imperi, genau. Ich könnte auch das Reich verlassen, aber dann hassen mich wieder alle. Fürchte ich zumindest. Also das tue ich ja eh automatisch, wenn ich Italien gründe. Dann bin ich ja eh automatisch draußen. Insofern wäre das jetzt gar nicht so intelligent. Ich baue jetzt hier mal noch eine Handelsflotte aus 7 Schiffen. Ist gerade nur ein bisschen teuer, ich muss sparen. 1, 2, 3, 4, 5. Na komm, einmal noch. Oder zweimal besser gesagt. 6. Na, nochmal 30 Dinare bitte. Dankeschön. Dürften jetzt 7 sein, genau. 7 Flotteneinheiten im Bau, super. Hier nähern wir uns langsam dem Einheitenlimit an. Oder das Einheitenlimit nähert sich unserer Armeestärke an, so rum sollte man das besser sagen. So, hier können wir mal die Autonomie reduzieren, hier kann ich es ja eh nicht mehr. Ja, ja, Verona hat Unruhen, das ist mir relativ egal. Ich will nur die Steuereinnahmen von Verona. Da hauen wir gerade Geld raus, ne? Aber es bringt uns ja auch was, ich meine, plus 31 Einnahmen, das ist schon nicht schlecht. Ach, na geil. Militärische Macht habe ich gerade irgendwie zu wenig. Was bringt der überhaupt? Oh, Handel, noch mehr Handelseinfluss, ja genau. Das bringt uns vor allem halt in Liguria und Ferrara was. In Verona auch, da haben wir ja auch Handelseinfluss normalerweise. Zumindest in der Theorie haben wir da einen.
Ah Gott, das läuft immerhin wieder. Das ist gut. Das freut mich, dass es wieder läuft. Man kann dich nicht annektieren. Es wäre schön, wenn man das sehen würde. Das hat man aber doch mal gesehen, habe ich im Gedächtnis. Oder haben die das rausgenommen? Okay, da bin ich ziemlich zu weit vorn dran. Heißt... Idee. Können wir sogar zwei nehmen. Einwandfrei. Haben wir da auch mal wieder was vorwärts getrieben. Ich müsste langsam da mal die letzte Idee noch nehmen, damit ich das ausgeschlossen habe. Oh, Zermürbung. Der Gegner plus 1 ist gut. Heißt, unsere Feinde kriegen pauschal auf im Krieg erstmal 1% Zermürbung. Oder ein Zermürbung. Also wahrscheinlich Prozent. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Ob das nur auf unseren Provinzen gilt oder wie das gilt oder keine Ahnung. Hier könnten wir theoretisch mal wieder einen hinschicken. Das wird allerdings wenig bringen bei minus 200. Wünscht sich Provinzenfaktor. Das ist nicht sehr praktisch. Oh, die Schweiz mag uns. Oh, verlieren wir mal Prestige. Da haben wir gerade eh genügend von. Irgendwo ist da schon wieder ein Krieg ausgebrochen. Ach, Savoyen. Aragonische Rückeroberung von Palermo. Ach, die haben es beim ersten Mal nicht geschafft. Dafür haben die sich da oben was genommen. Das muss man auch nicht verstehen, ne? Erstmal komplett am Kriegsziel vorbei erobert. Kann man auch machen, wenn man möchte. Ihr dürft gerne durch. Wenn ihr Neapel fertig macht, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Neapel muss kleiner werden. Weil gegen Aragon wird uns ja eventuell Kastilien helfen. Deswegen haben wir uns ja mit denen verbündet. Das war ja der Grundgedanke an der ganzen Sache. Könnten natürlich jetzt schauen, dass wir das ausnutzen. Aber da wären halt wieder alle dabei, ne? Aber die haben ja gerade auch Krieg gegen Frankreich, was uns durchaus von Vorteil sein könnte. Aber das Problem ist, ich werde Coino so oder so nicht bekommen, weil die Franzosen das schon belagern. Das ist unpraktisch. Wenn, dann müsste ich ihn gleich nach dem Krieg mit Frankreich. Also sobald Frieden mit Savoyen, von Savoyen aus herrscht, müssen wir ihnen gleich danach den Krieg erklären. Damit die Belagerung von Frankreich halt weg ist. Wenn sich Frankreich nicht Coino vorher schnappt, das kann durchaus jetzt passieren. Das ist das Problem, dann kann es durchaus passieren, dass wir zu lange gewartet haben. Und sich Frankreich jetzt hier die savoyanischen Provinzen schnappt. Das wäre natürlich ein bisschen bitter. Könnte ich jetzt aber direkt auch nicht verhindern, wenn es so wäre. Okay, Handelsideen, da haben wir... Wir sind überall gerade vorne dran, wir können also gut mal was in Ideen stecken. Oh, wir haben die mailändischen Ideen voll. Das ist gut. Ach Gott, da bin ich ja gespannt. Oh, wir haben 60% Handelseinkommen. Jetzt müssen wir nur noch mehr machen. Und dann wird es auch erfüllt, die Mission. Nehmen wir dich mal, dann kriegen wir vielleicht mehr Einkommen. Ja, perfekt. Okay. Warum ist das nicht erfüllt? Okay. Ich verstehe das nicht so ganz. Hat das jetzt... Ist das jetzt dieser Wert, den wir da brauchen, oder nicht? Ist auch relativ egal. Oh, jetzt haben wir nur noch 33. Aber gut, mit Schiffen kann man gut überziehen. Das ist nicht das Problem. Da bauen wir jetzt sogar noch 3 Stück von. Einfach damit wir... Dann haben wir 40 Schiffe. Genau. 25.000 Mann Armee. Und plus 38. Wir können dann eigentlich nochmal 5 Einheiten dazu bauen bei der Armee. Das ist auch kein Problem. Aber das machen wir erst im Krieg. Ah ja, okay. Savoyen besetzt hier Sardinien. Das ist kein Problem. Dafür besetzt hat Aragon Neapel. Da wird sich jetzt nicht viel ändern. Und oben wird halt komplett Savoyen von Frankreich besetzt, ne? Bin ich gespannt, was die für einen Frieden machen dann. Ha, da rollt der Rubel. Genau. 30.000 Franzosen stehen auf unserem Gebiet. Ich hoffe mal, die machen da nichts kaputt. Sonst müssen die das zahlen, ja. Was ihr aufmacht, das kauft ihr auch, ne? So.
So, unsere Kriegsflotte. Ja gut, die Flotten brauchen eigentlich keinen Admiral. Die Galeerenflotte könnte dann später mal einen brauchen. Wenn sie wirklich mal im Krieg ist. Wenn sie wirklich mal genutzt wird im Krieg vor allem. Momentan will sie das ja nicht. Kann aber durchaus mal passieren, weil wir eigentlich eine relativ starke Flottenmacht sein dürfen hier in der Umgebung. Ach guck mal, wir sind sogar schon auf der ersten Seite und vor Österreich, was die Truppenstärke betrifft. Was irgendwie ein bisschen traurig ist für Österreich. So, Flotten, wie sieht's da aus? Ja, da sind wir gut dabei. Mit 40 Schiffen sind wir sogar vor Kastilien. Und sonst haben wir hier in der Gegend eigentlich keinen richtigen Konkurrenten mehr außer Aragon. Die haben 9. Wir haben keinerlei Großschiffe halt, ne? Aber wir kriegen ja mit den Galeeren einen Bonus in diesen Binnengewässern. Das heißt, das würde uns wahrscheinlich sogar reichen. Es kann durchaus sein, dass wir mit unserer Handelsflotte, mit den 20 leichten Schiffen, mit den 20 Galeeren gegen die aragonesische Flotte bestehen könnten. Ja gut, die Karten verlieren tut mir jetzt nicht weh. Oh Gott. Ach du Heilige. Was macht ihr denn da? Siena gegen die Toskana und Österreich. Willst du dir das wirklich antun? Ja, aber Venedig wäre halt praktisch, ne? Und wir haben ja noch Urbino an unserer Seite. Ja, komm. Ist Österreich dabei? Österreich ist nicht mal beigetreten. Das ist jetzt natürlich bitter für... unterstützen wir mal kurz die Leute in Modena. Urbino kommt auch von oben. Ich mach mal kurz ein bisschen langsamer, Moment. Du ziehst mal nach Sie. Ach gut, hat Siena schon erledigt. Dann belagern wir mal Florenz. Ja, wir können halt blöderweise nicht hier rüberziehen, weil uns Österreich Militärzugang geben müsste. Die werden das aber nicht tun. Schade, sonst hätten wir Venedig belagern können, aber das ist eh immer noch von venezianischen Rebellen belagert, nicht besiedelt. Ich habe halt leider keinen Anspruch auf Venedig, das ist ein bisschen doof gerade. Aber ich will es eh nicht haben, weil es bringt mir nichts. Wir könnten uns Florenz vassalisieren vielleicht. Wenn ich mir jetzt damit draufstelle, dann bringt mir das nichts, ne? Dann kriegen die nur noch mehr Verschleiß, die Leute. Ziehe ich mich lieber nach Brescia zurück und lasse den Krieg mal passieren hier. Toskana und Venedig. Ja, gegen Venedig können wir... Entschuldigung. Ich habe jetzt mein Mikro geschlagen. Gegen Venedig können wir halt nicht so viel machen, weil wir da nicht hinkommen. Das ist ein bisschen schlecht. So, wollt ihr mal Frieden machen, damit ich sehe, was jetzt hier oben für eine Apokalypse entsteht bei Savoyen? Das würde mich mal interessieren. So, ihr im Krieg. Heimkehren, Handelsschützen, Genua. Ihr fahrt dann wieder los. Das ist Deutsch. Fährt ist kein Deutsch. Zumindest in diesem Zusammenhang nicht. Ich würde mich halt nur noch gerne mit Bayern verbünden. Das Problem ist halt das mit den Großmachtverbündeten. Das ist ein bisschen problematisch. Man könnte auch so rum, aber das ist, da brauche ich bei viel zu vielen Leuten Militärzugang. Dann ist es auch irgendwie Schwachsinn dann. Ich meine, ich würde ihn von Savoyen eh schon nicht kriegen. Heißt, wir wären eingesperrt. Von euch würde ich ihn kriegen. Von euch, von denen allen und von Polen. Heißt, ich könnte tatsächlich hier oben durchmarschieren, aber... Ich müsste Militärzugang von Savoyen erhalten, den ich nicht habe. Insofern hat sich das auch schon erledigt. Aber gut, dass Österreich nicht dabei ist, sonst hätte ich hier oben wahrscheinlich erstmal was zu tun gehabt. Österreich abwehren, das ist auch immer unschön. Wieso haben wir null Kriegsstand? Okay. Verteidiger kontrollieren Florenz deshalb, aber das wird sich bald ändern wahrscheinlich. Wenn ich mir das so anschaue, 26.000 Truppen von Modena, Urbino und Siena. Das wird den Venezianern und Tos und Florenzianern nicht sehr gut tun. Sienianische Eroberung von Florenz. Ach ja, wir können uns Florenz ja gar nicht vassalisieren, weil die Siena die erobern möchte. Da war ja was. Aber das soll mir recht sein. Da kann ich einen Krieg gegen Siena anzetteln. Nee, will ich eigentlich nicht. Ich könnte... Kann ich einen Separatfrieden schließen und sagen, die Florenz wird mein Vasall? Würde gehen. Das Problem ist,
Sobald die Belagerung von Florenz gewonnen ist, wird Siena wahrscheinlich in Frieden eingehen, schätze ich mal. Und sich Florenz schnappen. Deswegen werde ich das nicht schnell genug hinkriegen, dass ich mit ihr als Vasall schnappe. Wenn es überhaupt gehen würde. Ich bin da, weiß ich nicht genau, ob das geht. Es wäre natürlich cool, wenn man denen einfach das wegschnappen könnte. Das wäre schon ein bisschen komisch. Naja, irgendwie werden wir das hinkriegen und der Krieg läuft immer noch da oben. Naja, das ist so blöd, dass wir da keinen Militärzugang kriegen. Kann ich vielleicht... Ich kann euch auch kein Geschenk schicken. Schade. Na gut, dann halt nicht. Ah, Florenz ist besetzt. Können wir schon... Ah, das nehmen sie nicht an. Schade. Ach, ich brauche persönlich einen Kriegsstamm von 10. Okay. Ja gut, dann wird das eh nichts. Dann hätten wir die Belagerung führen müssen und nicht Siena. Dann wird's gehen. Ja, ne, jetzt müssen wir warten. Du gibst Siena militärisches Zugangsrecht, mir aber nicht. Du bist ein Arschloch, Österreich, weißt du das? Ja, die müssen da jetzt alleine zurechtkommen. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen, Siena. Du musst Venedig alleine schlagen. Was ist hier los? Ach, Urbino kommt da gefahren und blockiert. Wir können höchstens noch ein bisschen mit blockieren. Ich meine, Venedig hat eh keine Flotte mehr. Dann fahren wir die mal zum Blockieren raus. Halbieren die, dann blockieren wir quasi Venedig vollkommen. Ah, die gewinnen sogar noch. Ah, die haben sogar gewonnen. Gut gemacht, Siena. Kann ich mir möglich... ich will Venedig gar nicht haben. Das ist das Problem, weil es liegt halt so ungünstig, dass ich nur über Treviso da reinkomme. Und ich habe eigentlich keine Lust, ständig irgendwelche Schiffe hier abzustellen dafür. Also wir können hier noch forschen, gut. Ich sollte mehr Söldner nutzen, wenn ich schon die Technologie dafür habe, ne? Das wäre zumindest recht praktisch. Ach, kannst du mir nicht einfach Florenz als Belagerung geben... Ach ja, stimmt, da bräuchte ich ja das DLC für. Da war ja was. Der Krieg läuft immer noch. Was habt ihr da für einen Kriegsstand eigentlich? Minus 94, oh Gott. Die sind vollkommen besetzt gerade. Nur noch die fehlt, glaube ich. Dann haben sie wirklich 100% Kriegsstand und können machen, was sie wollen im Endeffekt. Was jetzt ziemlich ungut werden könnte für uns. Ich bin gespannt. Diese beiden Kriege werde ich auf jeden Fall noch abwarten. Es wäre halt echt cool, wenn ich hier durchkommen würde. Aber Österreich lässt mich ja nicht. Savoyen lässt mich auch nicht, immer noch nicht, ne? Genau. Scheiße. Ja gut, dann kann ich euch nicht helfen, dann müsst ihr den Krieg selber ausbaden hier drüben. Aber wir haben ja eh 33% Kriegsstand, insofern sollte das nicht das... Oh. Oh. Die haben sich nichts von Savoyen geschnappt. Bravo. Ihr habt es quasi komplett verkackt. Kirchstadt... Oh Gott, Ungarn. Ich möchte nicht im Krieg landen mit Ungarn. Und wem ist denn Österreich schon wieder im Krieg? Frankreich? Ach du Heilige. Nein, du lässt mich auch nicht durch. Und soll ich dich durchlassen oder was? Was soll denn das jetzt? Ja, hier würde gar keiner eintreten. Das ist ein bisschen doof. Oh, Byzanz existiert noch. Ach, die haben sich hier, glaube ich, Chios geschnappt, ne? Rohrhändler. Okay, aber wir haben irgendwie einen weniger. Wir hatten doch mal 5. Hm. Strange. Es wäre super cool, wenn es funktionieren würde. Leider ist dem nicht der Fall. Ah, da sind wir schon mal im Krieg mit Venedig und dann können wir nichts machen damit, ne? Das ist schon schade. Ich lasse die beiden Kriege jetzt, wie gesagt, noch durchlaufen. Einer ist ja eh schon durchgelaufen im Endeffekt. Ah, guck mal. Schlacht von Adria ist vorbei. Die haben ihr Schiff verloren, die Venezianer. Das finde ich super. Und jetzt solltet ihr euch mal um die 8000 Venezianer da kümmern, liebes Siena. Wo auch immer die gerade 11.000 Soldaten hier haben. Ich habe keine Ahnung. Das Blöde ist halt hier an dieser Sache eigentlich nur das Bündnis mit Ungarn. Ich meine, mit Württemberg würde ich, glaube ich, klarkommen. Wo sind die überhaupt? Alter, ist Brandenburg groß. Württemberg, wo bist du?
Ach Gott, mit Württemberg komme ich locker klar. Aber das Problem ist halt Ungarn. Hat Ungarn Truppen gerade? Moment. Ungarn, 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 Ungarn. Wo bist du? Da. 31.000 Truppen. Ja, Ungarn hat Truppen. Leider. Und da bei uns kein Verbündeter mit einsteigen würde, ist das gerade eine schlechte Idee, Ungarn anzugreifen, glaube ich. Vor allem, weil wir in diesem Krieg dann wahrscheinlich niemals auf genügend Kriegsstand kommen werden, um hier ernsthaft was erreichen zu können. Ich will zwar eh nur Cuneo, aber das könnte auch schon knapp werden vielleicht. Wobei, wenn man Savoyen komplett besetzt, sollte das eigentlich möglich sein. Die Frage ist halt, was Ungarn macht. Und da ich schätze mal, dass nicht so ist, die hassen sich wie die Pest. Kommen die da durch? Haben die Zugang? Beziehungsweise würden die Zugang kriegen, ist jetzt die Frage. Dann kann es nämlich durchaus sein, dass Ungarn gar nicht zu uns kommt. Das Problem ist halt, weiß nicht, ob ich das Risiko eingehen soll. So, jetzt haben wir hier zwei Ideen abgeschlossen. Das heißt, wir können hier eine Richtlinie hinzufügen, die uns nochmal Handelseffizienz und Produktionseffizienz bringt. Es geht nur immer, wenn man halt zwei Ideengruppen abgeschlossen hat. Da gibt es zumindest so eine Kombination dann. Alter, plus 33, holy. Wir können natürlich einfach sagen... Hallo Söldner. So. Dann haben wir genügend Truppen für Ungarn. Wenn die überhaupt zu uns kommen sollten, ist immer noch die Frage, die nicht klar ist. Sammelt euch mal in der Lombardei, wir ziehen gegen Savoyen. Weil das Problem ist... Oh, hi Tunesien, das interessiert mich relativ wenig. Das Problem ist halt gerade, wenn ich jetzt nicht angreife, wird sich Frankreich früher oder später die Provinzen schnappen. Heißt, ich muss das eigentlich tun. Ich fingiere mir aber trotzdem noch schnell einen Anspruch auf Nizza, wenn das geht. Das geht, genau. Ich würde nämlich eigentlich gern Cuneo und Nizza, also Cuneo und Nizza haben. Nizza hatten wir ja schon mal, aber ohne Verbindung. Jetzt bringt es uns mehr, wenn wir hier eine Landverbindung mit Liguria haben. Du hast natürlich noch den Krieg am Laufen, aber ich glaube, der dürfte gewonnen sein. Da kann sich Siena nehmen, was es will. Ich werde auch jetzt die Belagerungen hier mal beenden. Und die Blockaden besser gesagt. Ja, wobei, lassen wir sie mal. Ist ja egal. Ach, gut. Die haben sich Florenz geschnappt. Volle Annexion von... Genau. Das habe ich erwartet, dass die das tun. Das ist aber nicht so tragisch. Wir können euch leider auch nicht vasalisieren. Das ist schade dran. Wäre natürlich jetzt cool, wenn sich die hier befreien würden. Aber ich glaube, das ist nicht der Sinn von... modenischen adligen Rebellen. Die befreien sich, glaube ich, dann nicht. Das würden nur Patrioten und Nationalisten tun, glaube ich. Das heißt aber, wir warten jetzt noch auf unseren Anspruch. Und dann nehme ich auch noch eine Folge auf. Ich habe gerade richtig Lust auf EU4. Was macht Modena mit seiner Armee? Ach, die wurden vertrieben. Ich lasse mal die adligen Rebellen da ihr Werk erledigen. Vielleicht lassen sie ja die Romagna frei. Ach, Siena hilft ihnen. Scheiße. Was können wir machen? Ach, die Administration. Nee, die will ich jetzt nicht. Oder will ich die? Ich will die. Nehmen wir sie vorübergehend doch. Nehmen wir sie vorübergehend einfach doch. Da kriegen wir nämlich noch mehr Handelseinkommen. Yay! Ah, gegen Venedig und Hansebund, die haben uns ein Embargo aufgedrückt. Das finde ich nicht sehr freundlich von euch. So, wollen wir hier noch eine Kanone dazu rekrutieren und dann werden wir Krieg erklären. In der nächsten Folge. Ach ja, jetzt haben wir ja das schöne Ding. Dazu kommen wir aber nächste Folge. Ich würde sagen, man sieht sich morgen und bis dann. Servus.